Du hattest 2017 eine Rassismusdebatte ausgelöst. Ja. Das hat mich auch sehr beschäftigt, habe ich auch gelesen. Und wie kam es dazu? Oder möchtest du überhaupt darüber reden? Ich kann da gerne drüber reden. Nein, ich finde, da muss auch drüber geredet werden. Es ging darum, dass eine Gruppe von Arabern in Berlin-Kreuzberg, Grenze zu Neukölln, zwei Schwule zusammengeschlagen, danach verfolgt und mit Steinen beworfen haben. Hallo, guten Morgen. Und dann habe ich da einfach mich zu geäußert. Ich habe gesagt, also Entschuldigung, wenn jemand Gewalt auf unseren Straßen ausübt, soll er doch bitte in ein Kriegsgebiet ziehen, wo er das praktizieren kann. Aber die Leute, die das machen, haben in Deutschland nichts verloren. Ich habe damals einen Fehler gemacht, einen kleinen grammatischen Fehler. Ich habe geschrieben, ob in Deutschland geboren oder nicht, egal, diese Leute gehören hier nicht her. So, ich hätte aber schreiben müssen, ob Deutsche oder nicht. Ne? So, jetzt wurde mir das natürlich gleich wieder ausländerfeindlich ausgelegt. Ist mir auch egal. Es gibt ja immer irgendjemanden, der wegen irgendwas mault. Ich stehe zu meinen Worten von damals wie heute. Ich finde, wenn gerade meine Community, meine Fehler, meine Familie angegriffen wird, ja, ist es mir da auch egal, ob ich einen grammatischen Fehler mache oder nicht. Ich finde, Gewalt gehört hier nicht hin. Und da möchte ich sogar noch ein bisschen anschließen und noch was dazu sagen. Guck mal, ich war jetzt bei der Demo gegen Rassismus. Ich war damals bei der Refugee Welcome Demo. Weißt du, wir Schwule, wir Transen, wir Lesben, Homosexuelle, wir sind immer, setzen uns immer für Minderheiten ein, die ganze Zeit, all the time. So, und wenn wir unseren CSD machen, ich frage mich, wo all diese Minderheiten bleiben, die mal uns unterstützen. Also angefangen bei den Frauen zum Beispiel. Ne? Also ich finde auch, wenn Frauen unterdrückt werden, wenn es um Frauenrechte geht, das sind wir Schwule, ja, weil wir auch weit denken. Wir wissen, wenn die Frau unterdrückt wird, sind die Nächsten gleich wir und so weiter und so fort. Das ist ja ein Schneeballsystem, ne? Ja. Und da sind wir immer die Ersten, die alle unterstützen und uns für kleine Gruppen, unterdrückte Gruppen einsetzen. Aber ich finde, es kommt recht wenig zurück. Ne? So, da möchte ich auch an dieser Stelle mal auffordern, dass uns die ganzen Minderheiten, die wir unterstützen, auch mal zurück unterstützen. Denn es heißt nehmen und geben und nicht nehmen und gehen. Sag mal, hast du uns schon abonniert und die Glocke aktiviert?